Hallo, liebe Geschwister, wir wollen heute uns mit dem Prozess Jesu von Pilatus beschäftigen. Dabei werde ich diesen Prozess, auch wenn er eigentlich ein Ganzes ist, in drei Teilen bedenken. Drei Teile, einfach weil ich Ihnen nicht zumuten kann, sage ich mal, eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde Andacht sich auf einmal anzuhören. Und drei Teile auch, damit man etwas mehr die Übersicht behält. Ich werde schauen, dass ich die Teile gut miteinander dann verknüpfe. Ich fange heute an und lese aus Johannes 18, die Verse 28 bis 35. Vom Palast des Kaiaphas brachte man Jesus zum Palast des Gouverneurs, dem sogenannten Prätorium. Es war früh am Morgen. Die Leute gingen nicht ins Prätorium hinein, um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passamahl teilnehmen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Pilatus entgegnete ihnen: Nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihr ihn nach eurem eigenen Gesetz. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden: Wir dürfen aber niemanden hinrichten. So ging das Wort in Erfüllung, mit dem Jesus vorausgesagt hatte, welchen Tod er sterben musste. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Fragst du das von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus erwiderte: Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Liebe Geschwister, sofort fällt auf, es scheint etwas zu fehlen. Der Prozess bei Kaiaphas fehlt. Johannes lässt ihn aus. Wir merken an dieser Stelle ganz genau, dass die Evangelien durchaus ihre eigenen Schwerpunkte setzen und dass an dieser Stelle Johannes ergänzt. Das, was in den anderen Evangelien vielleicht etwas zu kurz gekommen ist und nicht das Vollständige. Der Prozess mit dem Verurteilen bei den jüdischen Behörden ist in den anderen Evangelien für Johannes offenbar genug beschrieben, so dass er also ihn überspringt und nun gleich vom Hinbringen zu Kaiaphas übergeht dann. Von dort wurde er dann ins Prätorium gebracht. Das Prätorium, also der Sitz sozusagen des römischen Statthalters, und es wird großen Wert drauf gelegt, Jesus wird hineingebracht, aber die Ankläger bleiben draußen. Wenn man jetzt schaut auf der zeitlichen Ebene, dann sind wir etwa gegen früh um 6. Das ist ja gerade auch in den orientalischen Gebieten so, dass man entweder früh ein Zeitfenster zum richtigen Arbeiten hat oder dann erst am späten Nachmittag wieder, weil es sonst zu heiß auch ist. Entsprechend erleben wir es hier, auch die römischen Beamten haben früh angefangen. Und daher ist diese Zeit durchaus denkbar. Wir sehen aber auch daran, dass alles andere vorher passierte. Das, was wir gehört haben, dass es Nacht war und dass es kalt war, genau das stimmt überein und im vorhergehenden Bericht und macht deutlich, es ist die Zeit dessen,
wo eben kein Licht scheint, wo es nicht um die Wahrheit geht, wo letztlich Jesus zu Fall gebracht werden soll, wo Jesus erniedrigt wird. Und nun wird er in uns, in das heidnische Haus hinein, ins Prätorium hineingestoßen, und damit sozusagen von den Juden auch aus ihrem Volk ausgestoßen. Damit ist er unrein. Sie bleiben aber schön draußen. Warum? Natürlich, sie wollen sich nicht beschmutzen. Sie wollen nicht unrein werden. Das Fest steht unmittelbar bevor. Und da werden sie, ich hätte jetzt fast gesagt, einen Teufel tun. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Sie tun ja einen Teufel dienen, indem sie Jesus ausliefern. Sie werden ja zu Handlangern des Bösen und zugleich aber auch zu Vollstreckern des Planes Gottes. Ohne es zu wissen. Wie war das? Besser einer stirbt fürs Volk, als das Volk wegen ein. Von daher, aber es ist natürlich schon perfide, wenn die geistigen Führer, die hohen Priester, der hohe Rat, Jesus letztlich den Heiden übergibt und dann außen vor bleibt, weil sie die Reinheitsgebote nicht überschreiten wollen, aber ihren Messias liefern sie aus. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber das ist ja bis heute beinahe so. Machen wir uns nichts vor, auch in unserer Kirche gibt es solche Prozesse. Weiter. Pilatus respektiert offenbar an dieser Stelle, dass die jüdischen Führer nicht hereinkommen. Er geht hinaus. Offenbar so eine Art Vorhof. Und auffällig wiederum, er wird nicht mit vollem Namen genannt, er wird nicht jetzt vorgestellt. Auch da setzt Johannes ganz klar voraus, Pontius Pilatus ist bekannt wie ein bunter Hund. Von 26 bis 36 hat er die Provinz Judäa mit eiserner Faust regiert. Eigentlich war sein Stammsitz Caesarea. Auf der anderen Seite zu den großen Festen, wenn sich die Massen aufmachten, um für Ruhe zu sorgen, zieht er mit seinen Truppen entsprechend nach Jerusalem. Wir wissen nicht ganz genau, wo der Palast ist, ob es die Burg Antonia war. Da werden sicher ein Großteil der Truppen untergebracht sein, beziehungsweise wird er einen eigenen Palast haben, beziehungsweise eben in einem der Paläste von Herodes wohnen. Auf jeden Fall, dort spricht er auch Gericht und er ist bekannt dafür, dass er ein ganz harter Hund ist. Er geht nicht zimperlich mit den Juden um, aber offenbar verbindet ihn eine relativ gute Zusammenarbeit mit Kaiaphas. Das Besondere, was man auch wissen muss, Pilatus ist ein, ja, diese Provinz untersteht direkt dem Kaiser, nicht jetzt dem römischen Rat, sondern dem Kaiser selbst. Und damit ist er also für sein Tun nur Tiberias, der zur damaligen Zeit Kaiser war, Rechenschaft schuldig. Keinem anderen. Und ein dieser Fürsprecher bei Tiberias verdankt er auch diesen Posten. Er wird dann 36 auch abgesetzt, wegen besonders blutigen und brutalen Vorgehens gegen die Samaritaner, die ja als abfällig galten und nun begannen auf dem Berg Gerizim zu graben, um dort die Gebeine Mose zu finden. Und er schlägt mit solcher Härte zu, dass man ihn dann als nicht mehr tragbar ansieht. Was aus ihm wird, weiß man nicht. Gut, Pilatus geht hinaus und stellt nun die Frage, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Es ist so eine Art
Vorprozess, so eine Art Klären, ist das überhaupt meine Zuständigkeit? Und die Antwort ist sehr deutlich, er ist ein Verbrecher, sonst wird man dir nicht bringen. Er ist ein Verbrecher. Also es ist interessant, dass es dann irgendwie nicht um das Eigentliche geht, sondern dass es ummäntelt wird. Sie sagen, er ist ein Verbrecher und Pilatus möchte eigentlich diesen Fall nicht jetzt unbedingt. Wir wissen nicht warum. Er spricht nochmal ganz deutlich, nehmt ihr ihn doch. Verurteilt ihn nach euren Gesetzen und lasst mich in Ruhe auf Deutsch. Aber gerade das wollen die jüdischen Führer nicht. Beziehungsweise, sie möchten, dass das Urteil von diesen Römern tatsächlich ausgesprochen wird. Sie möchten eigentlich die römische Besatzungsmacht damit reinziehen. Und zum Zweiten, wenn es Unruhen kommt, können die Römer dann gleich niederschlagen. Und das Zweite ist natürlich, sie machen damit auch die Römer mitschuldig. Dass Pilatus diesen Prozess nicht will, macht eigentlich auch deutlich, dass im Garten eigentlich nicht römische Soldaten dabei gewesen sein können. Dann hätte er, wenn er davon gewusst hätte, gar nicht die ausgeschickt. Aber die Juden berufen sich auf ein Gesetz, was tatsächlich auch gerade Pilatus sehr, sehr hoch hält, nämlich sie dürfen niemanden zum Tode verurteilen und dies vollstrecken. Sie dürfen Todesurteile nicht vollstrecken. Und das sagen sie und binden sie ihm, reiben sie ihm nun unter die Nase und sagen, wir dürfen ja nicht, wir dürfen niemanden hinrichten. Und nun präzisiert auch vorher Johannes und sagt, es sind eben nicht jetzt alle vom Hohen Rat, die da sprechen, sondern es ist letztlich die jüdischen Behörden bzw. die hohen Priester, die nun in diesem Prozess als Ankläger auftreten, die nun diesen Prozess aber sozusagen, um selber nicht da hineinzurutschen, es abschieben. Damit wären sie fein raus. Und Jesus wurde abschreckend verurteilt. Das steckt dahinter. Und es ist also so ein Hin und Her. Pilatus ahnt, dass es sich um eine innerjüdische Geschichte handelt. Aber dieser Satz, Johannes dann klärend hinterher schiebt, so sollten die Worte Jesu wahr werden, auf welche Weise er stirbt. Er hat ja davon gesprochen, er wird erhöht. Wenn man jüdisch gestraft hat, dann hat man gesteinigt. Wir merken aber auch an anderen Stellen, Stephanus und so weiter, da wurde dann das einfach vollzogen. Steinigung wahrscheinlich eher als entweder mit der Erlaubnis des Statthalters, beziehungsweise eben als Lynchjustiz. Wobei man da wohl eher von Zweiten ausgehen muss. Pilatus geht wieder hinein ins Prätorium. Er ruft Jesus und fragt ihn, und an der Frage erkennen wir nun, dass ihm doch der Grund mitgeteilt worden ist, jedenfalls ein Grund, und er sagt, bist du der König der Juden? Und an dieser Sache sehen wir, dass die hohen Priester sehr genau überlegt haben, wie sie ihn letztlich den Römern präsentieren. Denn genau das hat er immer deutlich abgelehnt. Er hat keinen politischen Anspruch. Er ist nicht einer, der Armeen auf dieser Welt aufbaut. Genau das ist der Punkt, den sie eigentlich nicht beweisen können. Aber die Anklage natürlich
Er hat sich als König der Juden bezeichnet. Er ist in Jerusalem eingeritten und hat sich begrüßen lassen wie ein König. Die wiegt sehr schwer, denn da sind ja schon viele Aufmüpfige und Pseudo-Messiasse gekommen, haben ihre Anhänger zur Gewalt gegen die Römer aufgerufen und auch kleinere Gemetzel geliefert oder Guerillakrieg geführt. All das ist ja schon passiert. Und wir merken also an dieser Stelle, nun geht Pilatus ins Verhör hinein. Bist du der König der Juden? Jesus aber fragt ihn, fragst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich erzählt? Das ist kein Ausweichen, sondern es ist einfach die jüdisches Denken, diese Frage mit einer Gegenfrage beantworten, und die Reaktion von Pilatus ist sehr, sehr deutlich. Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Eigentlich müsste man genauer übersetzen, dein eigenes Volk beziehungsweise die führenden Priester. Die haben diese Anklage erhoben und schieben ihn ins politische Spektrum hinein. Das ist schon, was die anderen sagen, was die Wahrheit ist. Da werden wir uns morgen damit beschäftigen, mit diesem Thema, was dann wirklich Jesus darauf antwortet. Aber hier wird auch die Verachtung, wir Römer haben doch nichts mit euch Juden zu tun. Also so, das ist schon fast von oben herab, fast schon entsetzt, dass er von dir aus, was habe ich mit dir zu schaffen? Dieser Ausdruck. Aber es wird auch deutlich, tatsächlich, die Verantwortung tragen, die das Volk auf dem Weg Gottes führen, töten, lassen den Messias töten. Und suchen sich Handlanger dafür. Nicht das ganze Volk. Es wäre wiederum das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Es ist vor allem die damalige Obrigkeit. An dieser Stelle setze ich für heute erstmal einen Punkt. Wir werden morgen genau mit diesem Vers nochmal anfangen. Was mit der Frage, was hast du getan? Von daher hoffe ich, dass Sie wieder mit dabei sind, wieder mit nachdenken, sich damit auseinandersetzen, was Jesus sagt. Wie gesagt, morgen und übermorgen, die nächsten zwei Teile, gehören direkt mit diesem heutigen zusammen. Himmlischer Vater, es ist eigentlich erschreckend, mit welcher Dynamik das Ganze jetzt vorangeht. Es ist erschreckend, was dein eigenes Volk deinem Sohn antut. Und doch, weder Juden noch Heiden, wir alle sind voll Sündende. Keiner ist da, der sich die Hände in Unschuld waschen kann. Wir selbst werden immer wieder auch sündig. Von daher wollen wir nicht den Stab brechen. Herr, hilf uns, dass wir nicht andere klein machen, nicht andere ausliefern. Herr, hilf uns, dass wir in diesem Prozess gegen Jesus sehr wach hinschauen und uns nicht täuschen lassen. Herr, wo wir uns täuschen, hilf uns, stell uns Menschen zur Seite, die uns korrigieren, die uns aus deinem Wort heraus korrigieren, und lass du uns treu bei dir bleiben. Amen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Tag mit Gottes Hilfe bewältigen, dass Sie seinen Segen erleben, dass er mit Ihnen geht und dass Sie am Ende dieses Tages ihn loben und ihm danken können. Gute Zeit.